Ja, damit grüße ich recht herzlich zur Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem Spiel gegen die HSG Wetzlar. Ich darf den Geschäftsführer René Selke entschuldigen, der wichtige Dinge zu klären hat im Büro und möchte gerne Robert Andersson bitten, auf die Woche zurückzublicken und dann natürlich auch auf den Gegner aus Wetzlar. Wetzlar kommt und über die Woche, ich finde, die Woche war sehr konzentriert, noch konzentrierter als sonst. Wir oder die Mannschaft war bestimmt selber ein bisschen enttäuscht von letztes Spiel, dass das nicht so richtig geklappt hat, was wir uns vorgestellt hat. So vom Training ist das sehr gut gelaufen. Ich finde, wir sind sehr gut vorbereitet auf Wetzlar. Aber das Allerwichtigste, wie immer, ist auf uns selber. Und da wissen wir, was wir machen muss, um eine Chance zu haben. Ich finde, wir haben eine gute Chance gegen Wetzlar zu Hause. Aber wir müssen selber ein bisschen aggressiver in Abwehr spielen, mit Körperkontakt, wieder da zurückzukommen. Das ist unsere Stärke. Wir müssen Torchancen reinmachen und so kleine Sachen wie Überzahl und so weiter konzentrierter zu machen. Dann haben wir eine gute Möglichkeit zu gewinnen. Darauf vorbereiten wir auch uns. Und natürlich über Wetzlar ist auch eine gute Mannschaft. Die haben ein paar gute Spieler. Vor allem Weber, Kohlbach am Kreis ist sehr, sehr stark. Die beiden haben auch eine gute Zusammenarbeit. Muss man in den Griff kriegen. Die haben schnelle Außen, auch gute Außen. Also im Angriff muss man aufpassen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und sind darauf vorbereitet. Aber wir müssen selber ein bisschen bessere Leistung machen und dann haben wir gute Möglichkeiten. Danke, Robert. Ole, der Trainer hat es angesprochen, die Reaktion in der Mannschaft auch bei dir sichtbar. Also hast du die Reaktion im Training auch festgestellt? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich denke, dass wir schon extrem enttäuscht waren nach der Auswärtsniederlage und das Spiel auch nochmal analysiert haben zusammen und gesehen haben, dass wir deutlich effektiver werden müssen und wir uns eigentlich selbst im Weg standen. Wir hätten das Spiel schon gewinnen können und auch das davor in Lemgo. Also sind zwei Spiele, wo es natürlich jeweils mit einem Tor ganz knapp gegen uns gegangen ist. Und ja, ist eigentlich umso schlimmer, dass man da sagt, die Fehler sind eigentlich bei einem selbst aufgetreten und der Gegner war nicht zu gut für einen. Und ja, jetzt zu Hause wollen wir natürlich das wieder gut machen und mit Wetzlar kommt eine Mannschaft, die eine gewisse Qualität mitbringt, aber wir haben auch eine gewisse Qualität, wenn wir unser Potenzial abrufen, die wir dagegen überstellen können. Und da bin ich sicher, dass das ein ganz spannendes Spiel werden kann. Vielen Dank. Zeit für eure Fragen. Bitte das Mikro nutzen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, Ole, es waren ja wohl ähnliche Schwächen wie in Lemgo, dass ihr das Spiel vor allem im Angriff verloren habt? Nein, Angriff, ja, stimmt da zum Teil, aber ich finde, wir haben zu viel verworfen. Also wir kamen zu gute Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben 7, 8, 9 freie oder gute 6-Meter-Chancen auf den Rückraum, gute Möglichkeiten, aber halt ein Torwart, der normalerweise oder der andere Spieler 5, 6 Bälle gehalten hat, hält auf einmal 17, 18. Und da fand ich Unterschied. So, da müssen wir konzentrierter, das besser Abschlüsse machen. Das ist wichtig, weil die Chancen haben wir eigentlich gehabt und rausgespielt, finde ich. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Entscheidend ja aber dann auch die letzte Aktion, die dich wahrscheinlich, also wir haben ja telefoniert, wahnsinnig enttäuscht hat, hatte ich den Eindruck. Wie genau geht man damit um? Wie oft musstest du dir das angucken? Wo liegen genau die Fehler? Das sind ja gerade sehr entscheidend oder sehr erfahrene Männer bei denen dort, die da geschlafen haben in der Situation, oder? Selbstverständlich ist diese letzte Situation spielentscheidend, aber das sind ja so viele Situationen vorher, wenn man das Spiel analysiert, die nicht so gut waren. Zum Beispiel unser Überzahlspiel, da haben wir 7 verworfene Bälle, 6 gegen 5, 6 gegen 4. Das ist das Spiel entscheidend,
wird diese letzte Situation, das ist klar. Aber diese letzte 1, 2, 3 bis 10 Sekunden, da kann alles passieren. Auch erfahrene Spieler, da sieht man sogar bessere Spieler, bessere Mannschaften, Nationalmannschaften. Das ist verdammt viel im Kopf. Und dass da ein Spieler einen Fehler macht, passiert manchmal. Das war keine gute Sache, aber das ist passiert. Aber wir haben so viele vorher Möglichkeiten, das besser zu machen und dass es nicht davon abhängig ist, diese letzte. Aber man muss das auch trotzdem versuchen zu analysieren, nächstes Mal besser zu machen, dass es klappt und dann holt man vielleicht irgendwann einen Punkt damit. Oder hat euch das irgendwie einen Knacks oder kann euch das einen Knacks geben? Ihr habt jetzt wahnsinnig gut gespielt die letzten Spiele, viele Punkte geholt und jetzt so unglücklich auf so eine ärgerliche Situation Punkte verloren. Beschäftigt einen das mehr, als wenn es jetzt eine Niederlage mit 5 Toren oder so gewesen wäre? Nee, ich denke ganz im Gegenteil. Also wenn wir jetzt chancenlos gewesen wären, dann haben wir vielleicht so ein bisschen ein Problem damit. Aber wir haben ja, was Robert auch schon angesprochen hat, extrem viele Chancen liegen lassen. Wir wissen also, dass wir uns diese Chancen ermöglichen können und müssen sie einfach nur nutzen. Also es geht darum, effektiver zu werden und uns einfach dafür unsere Arbeit zu belohnen. Und also ich finde, auch aus so einem Spiel sollte man die guten Dinge mitnehmen. Und das zeigt einfach, dass wir auswärts in der Lage sind, theoretisch zu punkten, wenn wir es dann wirklich abrufen, was wir können. Und zu Hause haben wir es jetzt schon ein paar Mal bewiesen und da haben wir genug Selbstbewusstsein, auch dieses Spiel wieder mit breiter Brust aufzutreten. Ist dann so der Unterschied zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel, dass man auswärts solche Spiele verliert? Daheim, wie gegen Gummersbach, durch den Druck des Publikums, die Unterstützung, dass es da dann andersrum hinausgeht? Also ich bin der Meinung, dass es natürlich immer extrem enge Partien sind. Und wenn wir uns im Vorfeld nicht absetzen können, dass es dann natürlich immer hinten raus auch ein bisschen aufs Glück rausläuft. Und wir hatten dieses Jahr schon, denke ich, ja, schon eine ordentliche Portion Glück immer dabei und haben davon profitiert und jetzt ist es halt mal andersrum gelaufen. Aber das jetzt von aus und heimwärts irgendwie abhängig zu machen, sehe ich nicht unbedingt so. Natürlich haben wir im Heimspiel, und das ist dieser Vorteil, und den gibt es ja nicht nur in unserer Sportart, sondern in vielen anderen auch, immer noch eine bessere Leistung bisher gezeigt als auswärts. Aber es darf nicht die Ausrede sein, dass da halt mehrere Zuschauer auf den Rängen sitzen, die einen unterstützen, dass man zu Hause besser spielt, sondern wir müssen halt genauso denselben Leistung und dieselben Sport auswärts auch betreiben. Und das ist bisher, einmal haben wir das geschafft in Göppingen, aber zweimal halt ganz knapp verpasst und ja, ein bisschen schade. Robert, ist das ein idealer Moment, jetzt gegen Wetzlar zu spielen? Sie haben, glaube ich, Verletztenprobleme. Der Linksaußen ist, glaube ich, schon mit Kreuzbandriss im Pokal verletzt. Der Portugiese hat, glaube ich, Schulterprobleme. Ist das so ähnlich wie gegen Göppingen, dass man die Mannschaft jetzt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt erwischt? Ja, das stimmt. Die haben Verletzte, das stimmt. Wir andere Mannschaften, die wir auch gegen gespielt haben, aber die haben genügend gute Spieler, Wetzlar finde ich. Wir müssen selber eine gute Leistung bringen. Die haben 2, 3, 4 sehr gute Spieler, finde ich, trotzdem. Und erfahrene Spieler auch in ihrer Mannschaft. So dass es nur weil es zu Hause und wir da gut gespielt haben und Selbstläufer, das wird es überhaupt nicht. Sondern wir müssen konzentriert unsere Sachen richtig und gut machen. Ist der Druck nochmal höher, weil das Programm in den nächsten Wochen ist ja heftig. Jetzt kommen die ganzen starken Mannschaften, gegen die man sich im Vorfeld nicht unbedingt viel ausrechnen kann. Die Ergebnisse der anderen Mannschaften, Balingen hat jetzt das erste Mal gewonnen. Bergische hat zwar gestern deutlich verloren, aber ja auch gezeigt, dass sie durchaus gewillt sind, da unten rauszukommen. Erhöht es den Druck auf euch jetzt speziell am Samstag nochmal, gegen Wetzlar, Mannschaft, wo man sagt, kann man gewinnen? Wir haben
sehr viel Druck oder gar kein Druck ist. Also wir sind Aufsteiger. Wir haben das vor der Saison gesagt. Das wird ein ganzes Jahr einen sehr harten Kampf. Jeden Tag, jeden Spieltag. Und wir werden zum Schluss kämpfen müssen, um das zu erreichen. Und wir haben sehr gut angefangen, sehr wichtige Punkte geholt. Aber Druck hin und her, das haben wir jedes Spiel, jedes Training. Und jede Minute in unserem Handball leben und denken und damit müssen wir umgehen und wir wissen, das wird eine sehr lange, harte Saison, um diesen Kampf und Klassenerhalt zu schaffen. Kurz zur Torwart-Situation. Kacianis ist ja wieder zurück. Das heißt, er wird jetzt auch am Wochenende dabei sein. Ist Igor noch da? Ist er schon nach Hause gegangen? Oder wie, ist diese wie ist Woche da auch Plan? Da als Sicherheit, weil es ist ja noch nicht, da spielt immer noch mit Schien und so. So, der bleibt bis Wetzlar-Spiel und ist alles dann gut. Dann, ja, so diese Woche ist er immer noch da. Obertaler Sonntagsblitz. Ja. Zwei Dinge. Eines, ich habe gelesen, Wetzlar muss zwischen Angriff und Abwehr bis zu dreimal wechseln. Spielt das uns in die Karten, was Konda und so weiter angeht? Und das Zweite, also ich hätte noch vor 2-3 Wochen gesagt, die Heimstreike ist nicht alles, aber es deutet eigentlich immer mehr darauf hin, wie enorm wichtig man zu Hause. Wetzlar hat ja jetzt gegen Coburg quasi so ein Plus-Minus-Spiel gemacht und war richtig befreit, dass er gegen Coburg zwar deutlich gewonnen, aber gewonnen haben. Ja. Ich hoffe, dass es, wir haben ja sehr viele Spiele gezeigt, also Umschaltungsspiel, Gegenstöße, dass wir da sehr gut sind und das stimmt, die wechseln 2 bis 3 Leute und das hoffe ich, dass wir nutzen können. Selbstverständlich muss man dann erstmal Torwart haben, gute Abwehr, um das hinzukriegen. Das ist das Erste. Wenn das klappt, hoffe ich, dass wir sehr viele einfache Tore kriegen. Und ja, Heimspiele hat man immer ein kleines Vorteil. Das ist ein Wohnzimmer. Man fühlt sich da wohl, hat vielleicht ein paar Prozente mehr Selbstvertrauen und so weiter. So, ich hoffe, dass es hilft. Und Wetzlar ist auch, wie gesagt, ein andere Mannschaft als letzte Saison, die haben Verletzte, ein paar gute Spieler verloren und so weiter, muss sie neu aufbauen wieder. Das ist auch nicht einfach. Also die haben bestimmt auch vielleicht andere Ziele diese Saison. Alle Fragen geklärt? Dann sage ich danke fürs Kommen und wir sehen uns alle am Samstag um 19 Uhr gegen die HSG Wetzlar hier in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Dankeschön.